So, hallo und einen wunderschönen guten Abend euch. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch. Und vor allen Dingen begrüße ich die liebe Kerstin. Hallo. Hallo. Ja, Kerstin ist heute wieder dabei und wir gucken zusammen ins neue Update. Ich freue mich da riesig drauf und es sind sehr coole neue Sachen dabei. Oder zumindest lesen die sich sehr cool. Wir schauen mal, wie cool sie sind. Hallo Chris. Ja, wir gehen es gleich durch. Aber erstmal natürlich hallo an alle. Hallo Tron, ich grüße dich. Hallo Frank, hallo Schumchen, hallo Chris. Schön, dass ihr da seid. Ja, an die lieben YouTube-Zuschauer. Es kann gut sein, dass ich zwischenzeitlich ein bisschen cutten werde. Also nicht wundern, wenn es dann vielleicht ein bisschen weniger ist, als auf Twitch zu finden. So, ja, und dann nehme ich euch mal direkt mit auf die Seite vom Clay-Forum. So, da sind wir. Und hallo, Tods Enkelin, ich grüße dich. So, ich lese vor, wie immer. Übrigens, ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Man hört es mir wahrscheinlich auch ein bisschen an, denke ich. Ja. Ja? Ja. Okay, ja, müsst ihr jetzt mit leben, ich kann es nicht ändern. Aber ist nicht schlimm. So, hallo Leute, es ist Zeit, mit den öffentlichen Tests für unser Water Blast Update zu beginnen. Wir haben an neuen Meteorschauer Verteidigungsgebäude gearbeitet. Wir werden es einfach Flugabwehrgeschütz nennen. Es ist einem Story-Merkmal voller seltsamer Fossilien und spielzeitbasierter Drops für kosmetische Skins, alias Blaupausen. All dies ist sowohl für das Basisspiel als auch für Spaced Out. Das neue Meteor Blaster Gebäude, also das Flugabwehrgeschütz, bietet eine alternative Methode, um ihr Oberflächensetup vor meteorbedingten Schäden zu schützen. Sobald Meteoritenschauer in Reichweite sind, werden sie zum Sprengen anvisiert. Damit sie den Aufwand für Reparaturen nach dem Aufprall von Kolonien vermeiden können, Achso, okay. Der Nebensatz zum vorherigen Satz. Ja. Wir haben auch die Option eingefügt, die Intensität von Meteorschauern anzupassen. Die Herstellung von Sprenggeschossen für dieses Gebäude erfordert die neue Fähigkeit Pyrotechnik und eine neue Eigenschaft des Rockfans kennzeichnet Duplikanten, die während eines Meteoritenschauers effizient arbeiten. Was ist mit Rockfans gemeint, Kerstin? So heißt die neue Eigenschaft. Achso, okay. Ihr Kerstin hat es auf Englisch nebenbei offen, deswegen frage ich da zwischendurch mal, wenn hier irgendwas nicht so ganz sinnvoll ist. Ein neues Ancient Specimen Story, merkt mal. Ancient Specimen? Ja. Heißt irgendwas Fossilien, so. Oder ja, uraltes Exemplar. Irgendwie sowas. Ja, eine Story. Story-Merkmal enthält die versteinerten Überreste eines exotischen Lebewesens, das auf Dinge hinweist, die Duplikanten anderswo in Oni-Universum erwarten. Unsere ersten paar Chargen von Blaupausen wurden per Einlösung auf der Clay Reward Website veröffentlicht. In diesem Update haben wir eine neue Clay-Belohnungskiste zu gewinnen, plus Drops, die basiert auf der Zeit, die wir mit dem Spielen des Spiels verbracht haben, freigeschaltet werden. So, wir schätzen Ihre Hilfe beim Testprozess sehr. Teilen Sie gerne Ihr Feedback, melden Sie Fehler und so weiter und so weiter. So, das ist der Trade. Ja, wir gehen da gleich noch drauf ein. Pyrotechnik hört sich ja schon mal sehr interessant an, auf jeden Fall. Ich finde das sehr cool, die Idee. Gab es auch schon mal als Mod. Dann gab es, ich glaube, irgendwie Meteor Laser oder so hieß der Mod. Mhm. Ja. Irgendwie sowas. Hatte ich, glaube ich, auch mal ein Video zu gemacht. Und finde ich ganz cool. Die Frage ist, wie viel kostet es? Bringt es mehr? Ja, nein. Das schauen wir uns gleich mal an. Hallo Elmo, ich grüße dich. Kommen jetzt Meteoritenschauer im DLC wieder. Das klären wir gleich. So, wissen wir selber noch nicht. Genau, wir schauen da jetzt gleich zusammen rein und wir klären natürlich alle Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, haut sie rein, behaltet die, damit wir da nachher nochmal drauf eingehen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt. Einfach reinschreiben und vor allen Dingen gucken, dass wir die dann nachher uns auch angucken. So, alle Versionen. Ancient Specimen, Story-Merkmal hinzugefügt, spielzeitbasierte
Drops hinzugefügt. Da ist noch für mich so ganz krass die Frage, zählt das jetzt nachwiegend für Spielstände oder ist es so wie bei Don't Starve, dass es einfach nicht über Zyklen geht, sondern über Spielzeit? Das würde mich sehr interessieren. Und aus diesem Grund kann ich das auch schon mal verraten. Wir werden ja heute nach dem Public Testing Stream werden wir auch in New Game Plus reingehen. Und solange die Mods mitspielen, möchte ich gerne auf der Public spielen und vielleicht mir auch schon mal hier das Flugabwehrgeschütz etwas genauer angucken und vor allen Dingen dann auch im Einsatz angucken. Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. So, Meteorblaster, Gebäude hinzugefügt, neue kosmetische Skins hinzugefügt, Blastschotten-Maker-Gebäude hinzugefügt, bla bla. Das sind alles Sachen, die wir schon gehört haben. Spaced Out oder nur Spaced Out Meteoritenschauer sind nun auf der Sternkarte zu sehen, die zu einem Zielasteroiden reisen und mit einem Teleskop identifiziert werden können. Eismeteorschauer und Eisenmeteorschauer zum Regolith-Asteroiden hinzugefügt. Okay, das scheint für mich jetzt gerade so, als wenn es nicht so ist, dass die im Standard auf dem Standard-Asteroiden sind. Ja. Das liest sich tatsächlich so, als wären die ausschließlich auf dem... Kurz zur Info, ich bekomme vielleicht nicht alles mit. Irgendwie habe ich heute Känguru-Twitch. Ist aber auch bei anderen Streamern heute bei mir. Oha. Aber ist nicht schlimm. Heidi, es wird alles auf YouTube auch nachträglich zu gucken sein. So, alle Versionen... Na nee, das hatten wir schon... Nee, gar nicht. Hatten wir nicht. Umbenannt... Musst du ein bisschen scrollen, Kometen genau. In Meteoriten. Kerstin hat endlich ihren Willen durchgesetzt bekommen. Ich liebe Clay. Also Clay, sie hat Clay so lange genervt, bis sie das jetzt endlich mal getan haben. Hallo Gamekeeks, ich grüße dich und vielen Dank für dein Follow zwischendurch. Grüße dich. Wie bist du denn da hier gekommen? Dankeschön. Meteore können mit dem Sandbox-Werkzeug zerstört werden, das finde ich auch sehr cool. Das Hauptmenü und das Supply-Locker zeigen jetzt Benachrichtigen an. Bla, blub. Die Schaltfläche Lieferschrank-Sendung prüfen wurde in Blueprints-Anforderung umbenannt und ist jetzt deaktiviert, wenn keine verfügbar sind. Okay. Und Spaced Out, Duke-Made Ballistics wurden in interplanetare Nutzlasten auf der meine Güte. Objekterkennungsliste des Weltraumscanners geändert, um eine Verschmelzung mit Blastschutz zu vermeiden. Keine Ahnung. Ja, dann gibt es natürlich jede Menge Bugfixes. Ich habe da jetzt nichts gesehen, was großartig interessant war. Außer, was ich ganz cool fand. Das da. Korrigiert Duplikanten, die von einer Weltraummission zurückkehren, zeigen ihren Abmond. Nee, das war. Da. Oben, Duplikanten, die einen Trailblazer-Lander mit einem Anzug verlassen, der nicht korrekt angezeigt wird. Endlich brauche ich den blöden Anzug nicht mehr an- und ausziehen. Hat man im Stream nicht gesehen, weil du nicht weit genug runtergescrollt hast. Okay, ja, das ist aber ein bisschen doof. Also hier, das ist das, was ich immer habe, wenn die landen halt in Spaced Out, ne, dann wird der Anzug nicht richtig angezeigt und hab dann immer die Anzüge an- und ausgestellt und dann wurde es auch richtig angezeigt und das hat mich immer genervt, aber ist jetzt behoben. Sehr cool. Ja, öffentliche Tests habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt gehabt, wie ihr das anstellen könnt. Ansonsten einfach in das vorherige Video einfach mal reinschauen. Ah, durch Valheim auf YouTube. Ah, okay. Ja, da ist Oni jetzt ein bisschen was anderes, aber ich hoffe, gefällt dir trotzdem und wenn nicht, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ist ein super cooles Spiel. Das mit dem Scrollen üben wir nochmal etwas. Ja, das Problem ist, damit es bei euch groß genug angezeigt wird, ist es quasi bei euch halbiert. Und ich muss das nochmal irgendwie anders machen demnächst. Ich weiß noch nicht wie, wir werden mal schauen. Kriegen wir schon hin. So. Hallo Jesse, grüße dich. 20 Monate, schon krass, ja auf jeden Fall. Dankeschön für dein Abo im 20. Monat. Ja, ein bisschen doof, dadurch, dass ich heute den Stream verschieben musste. Streame ich heute tatsächlich zur gleichen Zeit wie Jesse, was mich ein bisschen ärgert, aber ich kann es leider nicht ändern. Aber mal schauen. So. Bevor wir jetzt reingehen, gucken wir in den Versorgungsschrank.
Da gibt es nämlich Sendung prüfen und das wird dir jetzt tatsächlich angezeigt, wenn es was Neues gibt. Rewards available online. Okay, was ist das denn für eine geile Animation? Lass das mal kurz laufen, das muss ich bestimmt nochmal irgendwann klauen für irgendwie Thumbnails oder so. Den Druck als Blaupause irgendwie. Ja. Aber laufend. Witzig. So. So. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal ein Live-Unboxing. Freut ihr euch? Ich bin sehr gespannt, was es denn gibt. So, wir haben hier eine neue Kiste. Und dann klicken wir mal auf Einlösen. Und ich habe bekommen Erdbeerballons, irgend so eine Jacke, Handschuhe, ich glaube Erdbeer-Wallpaper und so ein Hängetopf. Und wenn ich mich, also Jesse hat heute Morgen auch schon reingeguckt, wenn ich mich nicht ganz irre, hat Jesse ziemlich ähnliche Sachen bekommen, wenn nicht sogar die gleichen. Also Jesse gerne mal dazu äußern. Und natürlich hier mein Aufruf, ihr Lieben, ne? Holt euch die Rewards, ne? Holt euch die Kisten ab und dann einfach mal die Screenshots, was ihr bekommen habt, ab ins Discord. Ich möchte gerne sehen, was ihr so alles bekommen habt. Das ist nicht wahr. Was ist nicht wahr, dass ich die lila Sachen gekriegt habe? Ja, besser als pink. Ja. Die lila Jacke sollte Jesse bekommen. Ey, lila ist okay, solange es nicht pink ist. Also diesmal finde ich meine Ausbeute nicht so kacke. Ist die Frage, was es noch an Alternativen gibt. Ja, wir schauen da jetzt gleich mal nach. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal direkt am Anfang. Es wird langsam auch echt schwer zu sehen, was es so an neuen Sachen gibt. Ich glaube, das ist neu hier, die juicy Sachen. Melone. Melone, dann eine, keine Ahnung, was ist das? Mandarine. Kiwi vielleicht? Limette. Limette, ja, es stimmt. Limette da, Lime. Zitrone. Weintraube. Traube. Wo liest du denn da jetzt Weintraube? Was heißt Grape Escape steht da. Und Grapes sind Weintrauben. Echt? Okay, das wusste ich nicht mal. Man sieht nichts. Oh, wow. Okay. So. Okay, fangen wir nochmal von neun an. Ich habe alles gesehen. Ja, Kerstin hat alles gesehen. So. Ja, es gibt Melonen-Wallpaper. Dann gibt es hier die ich bekommen habe. Die Erdbeer. Die Strawberry Speckle. Qualität brauchbar. Quatsch, das sieht gut aus. Was hat denn das mit der Qualitätsstufe da auf sich? Qualität gewöhnlich. Oh, es gibt demnächst auch noch wieder so, oh, wie bei DST, einfach unterschiedliche ja, Legendärstufen quasi. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder so ja, so wirklich Purple und Legendär und so Sachen geben. Das finde ich ja cool. Also Melone, dann haben wir hier Mandarine, Limette, Zitrone, Traube, Blueberry. Und das waren die, die wir schon vorher hatten. Die gab es vorher schon? Ah, stimmt, okay. Ja, das ist der neue Topf. Was hätte es noch gegeben? Oder nee, schon? Das ist der Mod von vom Sergeant. Der hat ja die Farben hinzugefügt. Welche? Als ganze Kacheln. Das hier? Ja. Bist du sicher? Ich glaube, ich habe den nicht aktiv, den Mod. Ja, bin ich mir nicht sicher. Das ist vor allen Dingen auch auf Englisch. Das würde dafür sprechen, dass es dazugekommen ist. Vielleicht ist es komplett dazugekommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist mittlerweile echt schwer, einen Überblick zu halten, was es schon gab und was nicht. Aber ich meinte, er hatte was erwähnt, dass er die Farben, die man so als halbe diagonale Wallpaper bekommen kann, auch in ganzen Wallpapers irgendwie reingemoddet hat. Das kann ja sein, aber ich glaube, ich habe den Mod nicht aktiv und es würde auch dafür sprechen, dass die Sachen alle nacheinander hier kommen. Ja? Dass das neu dazugekommen ist. Ja. Also, wie gesagt, gerne mal Bilder posten, was ihr so bekommen habt, dann sehen wir das ja. Vielleicht bekommt ihr komplett Vollbild. Ja. So, bis hierhin hatten wir beim letzten Mal. Das sind dann die neuen Blumentöpfe in unterschiedlichen Farben. Sehen tatsächlich schick aus. Ja, sehr hübsch. So, Kunstwerke. Da, nein, da ist nichts dazu gekommen. Nichts dazu gekommen.
So, hier gab es jetzt, die sind beim letzten Mal dazu gekommen. Es gibt die Jacken. Oh, was ein Glück. Es gibt keine... Voll Michelin-Männchen-Jacken. Ja, voll. So, ich habe lila bekommen. Aber es gibt zum Glück kein Pink. Okay, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Oh, die sieht gut aus. Finze? Boah, weiß nicht. Sieht gut aus. Was? Kein Pink, hallo Frau Ziller, ich grüße dich. Achso, das soll tatsächlich auch an den Sachen dann, ne? Das ist an diesen anderen Sachen orientiert. Genau, an den ganzen Früchten. Boah, die will ich haben. Request to Clay, Pink Jackis. Hallo Neppelines, ich grüße dich. So, ich glaube, Hosen gab es keine neuen. Nee, habe auch keine gesehen. So, Handschuhe gibt's neue. Beim letzten Mal gab es ja die hier. Und es gibt jetzt voll. Ach nee, die sind auch ein bisschen kürzer, ne? So aus, ja. Weil das sind ja die Standards hier. Die sind etwas kürzer und jetzt in anderen Farben noch wieder. Und das ist jetzt gelb und die vorherigen gelben waren so. Aber das ist ein bisschen heller, das Gelb. Okay, nochmal ein paar andere Farben. Kein Unterschied, aber egal. Doch, das ist heller. Das ist richtig zitronig und das ist so ein bisschen schmutziger. Ja. Ich und Farben, ja. Ich habe meins auf Discord gepostet bei Onitalk. Ja, okay, dann haut's mal rein, ihr Lieben. Vielleicht gucken wir dann zum Ende des Streams nochmal rein, was ihr so alles bekommen habt. Gerne alles in den Onitalk reinballern, dann schauen wir nachher mal. So, hier gibt's keine neuen Sachen. Begeisterungsreaktion. Es gibt neue Ballons. Ballons. Kennen wir schon. Ja, die kennen wir schon. Oh mein Gott, die will ich haben. Yep. So, und jetzt? Das ist Blueberry. Ah, die haben doch noch andere Formen, ne? Ja, okay. Es gibt einen Ballon, dann so ein komisches, keine Ahnung, und das ist so ein Viereck. Ich glaube, also soll eine Traube sein. Bonbon, Traube, keine Ahnung, was das sein soll. Okay, schauen wir mal beim Lemon. Die sehen aber alle gleich aus. Gut, dann habe ich das falsch identifiziert. Nee, stimmt, die zweite Form, das ist quasi eine geschnittene. Wie ist das? Oder eine aufgeschnittene, kann auch sein. Ja, meine ich ja. So, ein Lime wird dann wahrscheinlich genauso sein, ja. Und was war das nochmal? Ach, das waren Mandarin. Die Mandarinen. So. Strawberry. Die sind gut. Okay, das sieht dann tatsächlich auch aus wie eine Erdbeere. Aber ich habe tatsächlich die Melonen bekommen. Ich dachte, ich hätte die... Das ist aber auch eine aufgeschnittene. Ja, sehr cool. Also, jetzt eure Chance, einfach mal eure Rewards abzuholen. Und ja, das mal im Discord zu posten. Die gucken am Ende des Streams mal rein. So, ich bin jetzt bewusst im Spaced Out, weil ich gerne gucken wollte, wie sich das Update hier im Spaced Out quasi auswirkt. Wenn wir sehen, daz es keinen Sinn macht, das im Spaced Out zu machen und man eher was im Klassischen sich angucken kann, dann machen wir das, glaube ich, lieber da. So, also Welteigenschaften. Da können wir jetzt nichts ändern. Story-Mission haben wir jetzt hier, den neuen. Ancient Spism. Nee, oder? Ancient Spism. Ja. Das mit den Fossilien. Das Fossilien-Missions-Ding. Genau das. So, Kerstin kann das ja mal vorlesen, oder kannst du das lesen? Oder am besten übersetzen? Ja, dieser Asteroid hat ein paar Skelette in seinem geologischen Schrank. Man kann die nach den Fossilien jagen oder sie finden, beziehungsweise nach Fragmenten. Und die Fossilien sind eine uralte Kreatur. Mhm. Man kann sie wohl zusammenbauen. Man kann auch Teile der Gravitas-Geschichte zusammenbauen und eine neue Ressource dadurch freischalten. Okay, mysteriös. Ich bin sehr gespannt. So, wo können wir jetzt da? Wir können die Meteor-Showers einstellen. So, Cosmic Storm.
Meteor-Showers are more frequent and more intense. Also häufiger und intensiver. Ja, Doomsday. Apokalyptischer Hailstorm. Apokalyptischer Hagel. Okay. Ach, schade, es gibt nur Doomsday. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Doomsday. So, und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich weiß nicht, ob wir, was die Meteorschauer, was die angeht, ob es da irgendwas Sinnvolles hier in Spaced Out dann geben wird. Aber wir gucken uns natürlich an und wenn es gleich Schund ist, dann gehen wir ins Classic rein. Hallo Sunny, ich grüße dich. Ich bin heute nicht mehr am PC, daher dann später der Screenshot. Du streamst doch gleich. Natürlich bist du am PC. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Habe ich was verpasst? Skins hast du verpasst, Jonas. Und wir haben die ganzen Sachen vorgelesen. Ja, das wirst du dir morgen auf YouTube auch anschauen können. Ich weiß noch nicht wann, aber... Nein, Kind hat Durchfall. Ich habe Kinderkrankdienst. Ah, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jesse. Dann kannst du meinen Stream gucken. Wieder ganz charmant. So kennen wir ihn. So, ja, ist egal, was wir hier nehmen. Jonas, ich will deine Jacke haben. Oh, was hat Jonas bekommen? Er hat die Wassermelonenjacke bekommen. Okay. Also wer Lust und Zeit hat, kann natürlich auch gerne Ingame-Screenshots davon machen, wie das aussieht. Würde mich auch sehr interessieren. So, ich habe keinen Sandbox angestellt. Das ist natürlich doof. Aber eine Sache, die direkt auffällt, hier oben. No new blueprints to unlock. Bin sehr gespannt, ob das eine Zeitgeschichte ist oder aber wirklich eine Zyklengeschichte. Und wenn es eine Zyklengeschichte ist, ob es sich auch nachträglich dann einstellen lässt. So. Dann decken wir mal erst alles auf. Aufdecken. 50. Was habe ich überhaupt genommen? Classic Planet? Ja. Shit. Du hast Classic genommen. Könnt ihr ja schon mal angucken. Das nächste Mal, wenn ich Spaced Out spiele, wird es auch definitiv Classic. Ist jetzt ein Scherz, oder? Ui. Ist jetzt ein Scherz. Ach, wie gut. Scheiße, das ist doch... Aber es ist mit Abyssalit geschützt, okay. Dann geht's ja noch. Okay. So, das ist es nicht. Wow. Ist ja, nicht ist, wirklich anfängerfreundlich. Nee, es ist schon sehr wow, das stimmt. So, als erstes brauchen wir ein bisschen Oxylit hier, meine Damen und Herren. So. Hier kommen, dann nehmen wir volle Pulle. Und vor allen Dingen nicht Größe 50. Nicht mit der 50er Größe, nee. Das wäre problematisch geworden. So, kommt, dann grabt ihr mal ein bisschen was. So, dann habt ihr sogar was zu tun. Ich könnte natürlich auch schon mal das freistellen. So, dann baut euch mal hier. Ach so, nee. Ist ja schon fertig dann. Essen braucht ihr noch, ne? Ja. So, ein bisschen Futter für euch. Gibt sogar heute was richtig Gutes. Nehmen wir denn mal. Den Bärenmatsch, der vergammelt nicht. Und ist lecker. Weißt du gar nicht. Oh, die ist lecker. Hab ich wohl schon gehabt auf der Reise. Übrigens ganz gut, dass Sandbox-Tools funktionieren. Ich habe natürlich die Mods ein bisschen runtergestellt, weil ich keine Ahnung hatte, was davon funktioniert und was nicht. Das wird dann nachher in New Game Plus tatsächlich etwas problematischer. So, ja, wir suchen das neue Gebäude. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Schorsch. Das ist es nicht. Nein. Nein. Mit ein bisschen Pech ist es auf einem anderen Asteroiden. Ein bisschen Pech laden wir neu. Dann machen wir ein neues Spiel. Ach komm schon. Ich würde aber dann vermuten, dass der immer auf einem anderen Asteroiden ist. Das ist doch jetzt frech. Oder Hui. Wir haben Glück. So, Kerstin, du darfst wieder übersetzen.
Ich habe einen fossilisierte Kreatur gefunden, beziehungsweise nur einen Teil davon. Und das sieht nicht so aus wie irgendwas, was ich jemals schon auf dem Asteroiden gesehen habe. Wie ist es denn hierher gekommen? Gibt es andere der gleichen Art irgendwo in der Nähe? Ist es überhaupt sicher, das auszubuddeln? Aber unabhängig von all den Unbekannten gibt es nur einen Weg in die Zukunft oder nach vorn. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben auch einen neuen Eintrag. Achso, das ist, glaube ich, das gleiche, ne? Ja. So. Da ist auch noch so eine Rippe davor. Das wollte ich gar nicht. Aber gut, dass wir es mal gemacht haben. Da sind sogar noch mehr Rippen überall rundherum. Witzig, es funktioniert sogar im Sandbox. Okay, das werden die wahrscheinlich sehr schnell ändern. Oh, Mann, aber das muss eindeutiger sein. Das war jetzt Glück, dass ich das gesehen habe. Das wird zwar jetzt nicht jeden Zyklus geben. Mutzing habe ich bekommen. Okay, wir werden heute den ganzen Abend richtig hart Sachen freischalten. Aber ich hätte es gerne ein bisschen auffälliger. Boah, wenn das jeden... Ey, das ist doch nicht... Ich meine, das ist gerade mal ein Viertelzyklus gewesen. Es ist jetzt schon nicht so viel, ne? Nee. Fände es dann irgendwie auch ein bisschen schade, wenn es dann alles hinterhergeschmissen wird. So, was müssen wir hier tun? This site must be fully excavated before it can be inspected. Also muss da wieder einer hin, der es macht. Müssen wir komplett ausbuddeln. Ich weiß halt nicht, ob es schon komplett ist. So, wir brauchen Sauerstoff. Habe ich das jetzt gemacht? Ja. Doch, das war komplett. Okay. OMG, was denn, Jesse? Du hast es doch heute Morgen auch schon gespielt. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass du auch schon was bekommen hast. Hallo, Sean. Los. Du brauchst eine Fähigkeit. Meisterwerke-Fähigkeit. Pass auf, das kann ja keine Kunst. Warum? Warum muss es denn jetzt immer Meisterwerke sein? So ein Scheiß. So. Die Conny auch mal Künstler ausbildet. Braucht kein Mensch. Total. Quatsch. Wo ist denn eigentlich die neue Fähigkeit hier? Gute Frage, nicht. Hier? Ganz unten. Ach so, bei Sanitär. Okay, ja. Ja, dann hat es wenigstens mal einen Sinn, ne? Das ist eigentlich eher was ich sonst nie nutze, es sei denn, die Duplikanten haben einfach zu viele Fertigkeiten und zu viel Moral. Auch die +4 Stärke sind schon gut, die kann man schon wohl nehmen. Aber nicht so früh, ja, dann gehst du eigentlich immer erstmal auf Tragfähigkeit. Ja. So, okay, interessant. So, Sean. Oh, er kann's sogar, ist ja super. Schwein gehabt. Ich hätte ihn sonst weggelöscht, ist mir doch egal. Tu es! Jetzt verarschen? Pause? Nö. Nicht gestattet? Nicht. Forschung oder dekorieren oder graben. Okay. Ich bin überfragt. Hat jemand eine Idee? Gib mir doch mal noch irgendwelche Forschungsdekorier- oder Grabeskills. Ja, okay, das kann er nicht. Steht das denn jetzt irgendwo hier dabei vielleicht? Nee, eigentlich reicht Meisterwerke. Hast du die anderen Knochen drumherum? Nee, das sind extra Sachen. Das zählt nicht zum Gebäude dazu. Ist mit dir, tu es! Links ein Stück aus, vielleicht muss er sich da links von hinstellen. Nee, auch nicht. Kleiner Scheißer.
An Drucker lernen? Nee, eigentlich ist es egal. Wenn sie es können an Drucker, dann machen sie es auch. Aber wenn du keinen Drucker hast, dann können die das trotzdem. Ja, gut. Sieht mir mal Forschungsskill bei den Aufträgen aus. Ja, pff, ich meine, wir können auch einfach nochmal einen anderen nehmen hier. Hallo, Lindsay, aka Heidi. So, Kunstwerke. Geografische Analyse, das war das mit den Artefakten, ne? Ja, auch. Aha. Okay, fehlt dir denn doch wirklich jetzt? Der kann überhaupt keine Wissenschaft, der Jean. Das könnte es sein, ne? Weil er es gar nicht kann. Mein Forschen können die ja... Weggeatmet, Lindsay, das ganze Forschen können die ja sowieso. Nur wenn sie es gar nicht können, dann kann das halt sein. Da haben wir wieder den perfekten Duplikanten erwischt. Geh weg, Sean. Du bist unnütz. Mensch, Lindsay. Es wird nicht geschlafen. Genau, der weigert sich ja. So. Main Fossil Site excavated. Der Hauptfossilienfundort wurde ausgebuddelt. Wir haben es entdeckt und es ausgebuddelt. Und zwar ein mysteriöses Fossil einer Kreatur. Und wir haben aber gemerkt, dass es da noch andere gibt und wir müssen sie alle finden. Okay, wir müssen sie alle finden. Das ist jetzt Spaß, ja, oder? We need to find them, also wir müssen sie finden. Keine Ahnung, ob man wirklich alle braucht oder nicht. Schauen wir mal. Was brauchen wir jetzt dafür? Boah, schon dekorieren oder graben? Da könnte es jetzt sein, dass sie das nicht geht, weil da drunter ein Ziegel fehlt. Ja, die müssen sich links hinstellen. Und hier geht's halt auch wieder nicht. Jetzt erst wieder. Da ist einfach nur Fossil gedroppt. Als Hop. Okay, das zählt dann also nicht dazu. Das bringt einfach nur Fossilien. Was? Die kann da immer noch nicht hin. Ja, drauf geschissen, weil das ist ja im Endeffekt gerade Wurst. Aber was brauchen wir denn dann? Ja, keine Ahnung. Was? Das sieht anders aus. Ah. Ein Amber-Fossil. Die Schweine mit Spornblüte. Ach, wie gut ist das denn? Ja, okay, das ist ja... Das ist tatsächlich ein Story-Trade für Fortgeschrittene. Das ist ja frech. Boah, wie fies. Okay, ich finde das ja super. Okay, wir werden das halt jetzt anders handhaben. Wir wollen ja wissen, was passiert. Übrigens, ihr Lieben, ne, wer sich nicht spoilern will, der sollte hier halt nicht zugucken. So, da sind glaube ich keine Keime drin. Ist mir auch egal. Wir nehmen einen Duplikanten. Hallo, Pi. So, ich weiß nicht, ob sie danach irgendwas wegtragen muss. Was muss sie damit tun? Das kann sie auch tatsächlich ohne Skills. Sie hat schon Meisterwerke-Fertigkeit. Super. Die hatte ich auch. Ja, das ist ja schon super geil. Ich finde das witzig. Ich habe momentan nur ein bisschen die Befürchtung mit den ganzen Story-Trades, so gerade jetzt auch im Classic-DLC. Man sieht schon, es ist halt überall irgendwie was, ne? Also es wird mittlerweile schon echt voll. Da ist noch was. Frozen-Fossil. Da bist du. Hast du jetzt irgendwas? Fossil-Data decoded. It appears that its creature's DNA was once used as a kind of genetic storage unit. Ja, es scheint so, als wäre die DNA dieser Kreatur früher als eine Art Speicher, genetischer Speicher genutzt worden. Schauen wir mal da rein. Oh Gott. Das dürft ihr euch selber durchlesen. Viel Spaß dabei. Ja. Ihr dürft ja auch gern auf Carsten warten. Genau, ihr dürft auch gerne auf Carsten warten, beziehungsweise auf die Truppe, die da wunderbar die Sachen... Ah, guck mal, wir brauchen nichts tragen. Ja, dann, Rip Pie.
Es tut mir sehr leid, aber wir brauchen dich leider jetzt gerade nicht mehr. So, dann haben wir hier nächste. Und Spawner, Duplikant. Max, herzlichen Glückwunsch, du darfst dann jetzt auch. So. Hat er Sauerstoff? Ja, ein bisschen hat er. Okay, und das letzte ist wahrscheinlich hier unten drin. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ist es heiß da drin? Nö. So, Spawner. Hallo, Turner. Schönstes Zuhause. Musst du nicht lang aushalten, Turner. Nee. Alles gut. Ich erlöse dich ganz schnell. So, wo war unser Dupe da? Hier wird keiner sterben. Ihr werdet in Luft aufgelöst. Wird das eine Art Jurassic World? Keine Ahnung, Elmo, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen, was passieren wird. Bin sehr gespannt. Und Story Trade complete. Okay, Kerstin darf dann gerne übersetzen. Ja, meine Duplikanten haben in Kleinarbeit so viel von dieser Kreatur zusammengebaut, wie wir finden konnten. Wir versuchen immer noch zu verstehen, wo es herkommt. In der Zwischenzeit haben unsere Anstrengungen aber eine anscheinend endlose Quelle für Fossilien aufgedeckt. Okay. Und wir haben ein Halsband für eine Kreatur gefunden, zwischen den ganzen Knochen. Es ist zu groß, als dass es hätte einer hohen kategorisierten Art von Tieren gehört zu können. Nee, das war kein deutscher Satz. Ist okay. Es ist auf jeden Fall zu groß, um irgendwelchen Kreaturen, die es jetzt aktuell gibt, zu gehören. Kalk für alle und guten Abend, hallo, One Piece of a Toast. Ja, Kalk für alle. Ich bin gespannt. Also, wir haben ein neues Artefakt. Dekoration plus 15 im Umkreis von 2 Feldern. Also wieder mal nicht so der Hit. Aber, was können wir hier machen? Wir können Fossilien herstellen aus Diamant. 11. Aber 1 zu 10 Verhältnis. Aber, was? In Verhältnis 1 zu 10 ist das schon ziemlich cool. Also gut, zumindest. Im DLC. Ja, zumindest im DLC. Ist Diamant ja. Im DLC ist Diamant ja endlos, ne? Im Hauptspiel halt nicht. Genau, im Hauptspiel nicht. Ja, gut. Aber ich bin ganz ehrlich, wer keinen Diamant braucht. Meinen Großen und Ganzen braucht man es ja auch nicht. Also es ist halt für manche Builds halt ganz nett. Ich finde es eigentlich ganz cool so. Es ist eine teure Ressource, die man verbraucht im Verhältnis 1 zu 10 dann für Kalk. Wo man natürlich sagen muss, Kalk ist halt auch wieder Fossilien. Eben aus 100 Kilo bekommst du da 5 Kilo Kalk, oder wie war das? Ganz schlechtes Verhältnis. Fossilien. Ja. 5 Kilo. Das heißt, für 10 Kilo Diamant bekommst du 5 Kilo Kalk. Also im Hauptspiel natürlich jetzt nicht so der Hit. Wobei man auch viele Sachen tatsächlich statt Diamant auch Glas nehmen kann, zumindest zum Bauen. Ja, für manche Builds ist es halt ganz geil, Diamant zu haben, aber seien wir ganz ehrlich, im Hauptspiel ist eigentlich auch echt viel Diamant immer gewesen. Also wer dann Druck hat und keine Alternativen hat, kann es dann halt nutzen oder halt auch nicht. Aber finde ich eigentlich ganz nett und gelungen. So, finde es ganz cool. DLC vor allen Dingen hast du ja eine unendliche Quelle. Und ich sag mal, an sich die Geschichte, aber die Tauschrate... Das Tauschverhältnis ist mir zu schlecht, um es zu benutzen, glaube ich.
Gut, weil aber wenn du eh ins Weltall musst, um Diamant zu holen, um das zu tauschen, kannst du auch gleich Stahl holen gehen. Aber gab es im DLC nicht eine Diamantpresse? Im DLC, ja. Im DLC mag das super sein. Ja. Meine das Hauptspiel. Ja, im Hauptspiel wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, man holt sich Diamant aus dem Weltraum. Das kann halt unterschiedlich sein, wie weit man fliegt und man verbraucht natürlich auch jede Menge Ressourcen dafür. Ja. Und da kann man auch gleich Stahl holen. Es gibt auch Stahl auf einigen Asteroiden, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt gönn mal die guten Sachen. Okay, aber krass, wie oft kommt das denn bitte? Wie gut ist das denn bitte? Was mir an der ganzen Geschichte jetzt leider noch ein bisschen fehlt, ist, ne? Mit den Skins. Es ist ja so, dass ich hier einen Standard festlege. Womit die dann gedruckt werden. Aber was mir noch fehlt, ist wie bei DST auch ein Kleiderschrank, wo ich die Dupes hinschicken kann, dass die sich umziehen können. Ne? Das wäre noch geil. Ich hoffe, das kommt noch. Das wäre natürlich mega. Bekommt man Fossile nicht auch von den Planeten? Ja, möglich. Auf dem Wasserasteroiden ist endlos viel Fossil und noch viel mehr Kalk zum Direktausbuddeln. Nee, ich glaube, so Jesse meinte im Hauptspiel. Im Hauptspiel? Weiß ich gerade nicht. Aber tendenziell, jetzt gehen wir mal davon aus, du kannst die gleiche Menge dir besorgen, würde es dann tatsächlich Sinn machen, dir dann Diamant zu holen und das dann gegen Fossilien einzutauschen. Anstatt an Fossilien zu holen. Das ist ein besseres Verhältnis. Nee. Quark. Nee, doch, klar. Wenn ich jetzt 5 Tonnen Diamant hole oder 5 Tonnen Fossilien, bei 5 Tonnen Diamant bekomme ich ja nachher 50 Tonnen Fossilien raus. Natürlich ist das mehr. Also es macht dann schon Sinn, sich Diamant zu holen und das dann gegen Fossilien einzutauschen. Ja. Okay, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt hier auf dem Hauptasteroiden sind. Und das, seht ihr das? Da oben klippt der. Was soll das? Warum klippt der da komisch rein? Das hat der schon immer gemacht. Okay. Oder direkt Stahl. Ja, pff. Ja, ich finde es ganz nett. Man muss es ja nicht nutzen. Es gibt vielleicht die ein oder andere Geschichte, um zu sagen, so, ey, das hilft mir jetzt gerade, weiß ich nicht. Aber ja, ist ganz cool, ist ganz nett. Die Sternkarte, kannst du die aufdecken? Ich schau mal. Ja, ich kann sie aufdecken. Oh, das kann aber dauern. Mhm. Ja. Oh nein. Ich kann leider nicht sagen, Steuerung A. Was suchen wir denn jetzt? Den Staub-Asteroiden eigentlich. Ist das nicht der? Ja, sollte. Es hieß ja... Ach so, ja, das geht nicht. Es hieß ja, dass man die Meteoritenschauer auch auf der Sternkarte sieht. Boah, WTF, was passiert hier? Größe 1. Oh mein Gott, ich hab's gecheased. Okay. So. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon getriggert sind. Ich hoffe. Oder ob du noch einen Duplikanten hinschicken musst. Das kann ich natürlich machen, das ist ja nicht das Problem. Das ist ja voll einfach. Ich bin auf dem Asteroiden noch nicht drauf. Ich kann mir den nicht angucken, aber mit Doppelklick kann ich es einfach cheesen. Wie gut. So, easy. Bewohnt. Katalina ist auch Einzelgängerin. Ja. Finde ich gut. Wir klicken uns den Abend dann durch. Ja. So, ja, wir klicken mal ein bisschen hier rum. Mal schauen, ob man irgendwas sieht. Keine Ahnung. So.
Ja, ein bisschen schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass es wieder Asteroiden dann auf dem Hauptplaneten gibt. Was gibt's wo? Ach, Meteoriten auf dem Hauptasteroiden. Ja. Entschuldigung. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aha. Nachdem es Clay jetzt endlich richtig benannt hat. Für die Leute, die da trotzdem Bock drauf haben, kommt mal ins Discord vorbei. Da haben wir nämlich eine Möglichkeit ausgearbeitet, wie das wieder geht. Wenn ich mich zumindest richtig erinnere, hat Safti ein bisschen rumgespielt, bis es dann geklappt hat. Ja. Meine ich. Dass er das hingekriegt hatte. Geht aber nur mit Mod natürlich. Ja, gut. Das ist aber klar. Also, wer da Bock drauf hat, einfach im Discord vorbeischauen und sich melden. Und ja, tatsächlich auch eine Sache, die ich wahrscheinlich in einem neuen Let's Play auch aufnehmen würde. Es hat mir tatsächlich in der Reise und Wiederkehr ein bisschen gefehlt, so. Vor allem, wenn man auf kann sich ins DLC auf den Hauptasteroiden die Meteoriten reinmodden. Trotzilla, das geht. Genau. Hallo Bobe, ich grüße dich. Ja, und das hat mir tatsächlich etwas bei der Reise ohne Wiederkehr ein bisschen gefehlt. Wo man sagen muss, eigentlich ist es ja auch ganz gut so, weil es soll natürlich auch nicht zu schwer werden. Und ich glaube, auf den Spaced Out Asteroiden kann es natürlich auch problematisch werden, wenn man zum Beispiel gar nicht an Stahl drankommt. Und dann die Asteroiden von oben runterregnen, ist halt ein bisschen kacke. Aber auf dem Classic-Asteroiden, finde ich, kann man das ruhig so spielen. Ja. Wir müssen uns noch den Meteoritenblaster anschauen. Machen wir das dann im Hauptspiel? Weiß ich nicht. Also. Mir ist es egal. Wir können uns das ja jetzt gleich hier angucken und ja. Natürlich jetzt schade, ne, dass es halt nur auf dem Regolith-Asteroiden passiert. Ich würde aber trotzdem mal sehr interessieren, wie oft jetzt die Rewards kommen. Also wenn der nächste da ist, ihr Lieben, oder nee, das machen wir nachher, wenn wir einfach mal eine Uhr nachstellen und gucken, wann die denn kommen. Ich würde schätzen, dass es tatsächlich Spielzeit ist. Klick schneller, Conny. Ja, das Problem ist, ich muss irgendwie so doppelt irgendwie draufklicken. Also einfach nur so funktioniert nicht. Seht ihr das? Manchmal hängt das. Ich muss dir ein bisschen Zeit geben, sonst macht er das nicht. Hallo, ich dachte, ihr wollt euch hier mit mir unterhalten. Wo ist das Problem? So, ich hab's. So, ich sehe aber keine Meteoritenschauer. Ja, was mal komisch ist, ne? Wieso? Sie sollten ja eigentlich triggern, in dem Moment, in dem du deine Duplikaten hast. Ich stelle einfach mal schneller. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir... Ach ne, das funktioniert nicht mit Regolith. Okay, ich sehe ein kleines Problem. Machen wir das anders? Wir machen hier Bunkertüren jetzt erstmal hin. So, und dann bauen wir da was hin und dann können da Duplikanten leben. Ist jetzt nicht das Schönste und so, aber... Hey. Nicht? Nee. Ist, glaube ich, schon ein bisschen arschkalter, oder? Ja, wird wohl wärmer, keine Sorge. So, ein bisschen Futter gibt's noch. Komm, frisse Bärenmatsch. Wohl ist kalt genug, oder? Nee. Okay, kriegst kein Bärenmatsch. Kriegst wohl Bärenmatsch. Nahrung. Der wird wohl mit Bärenmatsch klarkommen. Kennst du? Bärenmatsch, wo bist du da? Ich glaube, das reicht. So, eine Toilette und ein... Toilette... Da. So, dann kriegst du noch ein bisschen Erde. Wenn immer so einfach wäre. So, dann kriegst du hier noch ein wunderbares Bett. Aber Chat, da habt ihr aber heute auf jeden Fall oder demnächst immer eine ordentliche Aufgabe, ne? Also ihr müsst, es gibt ja keine richtige Benachrichtigung hier für die Blueprints. Ey, da müsst ihr mir hart auf den Sack gehen mit, ne, sobald das da ist. Und wehe, wenn nicht. Dann gibt's richtig Ärger.
So. Was kommt denn jetzt? Irgendwie gar nichts, ne? Sieht mal eine so Frage. Warum stellst du bei Testen Hunger und Luftverbrauch nicht komplett runter? Ja, Daniel, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil ich da nicht dran gewöhnt bin. Ja, das ist, und ihr das immer vergisst. Ja. Das ist eigentlich nicht so ein Riesending, ne? es ist halt so Gewohnheit, ne, dass ich das einfach nicht mache. Außerdem ist es auch zum Nachteil, wenn nämlich Neuerungen da sind, die irgendwie auf Hunger oder so abziehen, ist halt scheiße, ne? Ja, mein Gott, ist ja jetzt nicht so ein Riesenproblem, da ein bisschen Essen hinzustellen. Hallo Sarge und Imala, es gab schon Meteore. Nein, wir haben auf, was war das jetzt? Doomsday gestellt. Ja. Und es ist noch nichts passiert. Aber wir werden jetzt hier auch nochmal eben so ein paar neue Flaks aufbauen, hier die neuen. Und werden uns das Ganze angucken, wie das sich denn verhält. So, da müssen wir jetzt mal eben hier jemanden hinsetzen. Nee, ich brauche einen Duplikanten. Das ist ein Bärenmatsch. Ja, der liegt da sicher. Passiert schon nichts. So. Der lag da sicher. Ja. So. Okay, wir brauchen eine komplette Flugabwehrbatterie, die den ganzen Asteroiden beschützt. Wo finden wir das? Raketen? In welcher Forschung ist das überhaupt drin? Meteorblaster. Das können wir uns auch mal anschauen. Und zwar, wo finden wir den Meteorblaster? Und zwar ist der zu finden bei... Da. Oh, und ist auch erst mit der letzten Stufe zu kriegen. Und daneben ist auch noch ein neues Gebäude, habe ich gesehen. Mhm. Direkt neben dem. Also die Bunkertüren bekommt ihr auf der Forschungsstufe davor schon. Für den Blaster braucht ihr die vorherige. Und das ist der Blastshot Maker. Den brauchen wir auch. Okay. So. Heißt, wir brauchen den Blastshot Maker und wir brauchen das Moped hier. Ja, das neue Design sehen wir noch nicht. Was auch noch leider fehlt, er ist nicht in der Mod für die Building Range. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Ding hier alles abdeckt. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ob da ein Update für kommt. Also ich glaube nicht, dass das Ding jetzt komplette Range hat. Nee, Range 16 teils horizontal, 32 vertikal. Das heißt nach links und rechts 8. Oder ist mit 16 nach links und rechts gemeint? Gute Frage. Aber so wie der Imalas schreibt und sagt, scheint es wohl gar keine Meteoriten zu geben aktuell. Testweise den Zeitrissöffner abgefeuert, was der ja eigentlich einen Schauer auslösen soll, aber hat nichts gemacht. Okay, dann würde ich sagen, wenn das hier nichts bringt, dann gehen wir ins Classic rein. Ich habe die Meteore und dann... Mit dem Sandbox kann man das immer machen. Stimmt, ja. Ja, das kann man natürlich auch. Wobei mich halt schon Doomsday wirklich interessieren würde, wie krass sich das auswirkt. Ja. Wir gehen mal in den Classic-Mode. Ach, in den Classic, in den ins Hauptspiel und schauen uns das da an. Da müssen wir gleich sowieso hin für das New Game Plus. Da komm. Doomsday. Auf geht's. Ja, nehmen wir den. Nur DLC, okay. Ich würde jetzt sagen, dass es im Hauptspiel wahrscheinlich sich dann schon wohl ändert. Schauen wir mal. Ja, besser wäre es. Aber auch die Geschichte mit den Diamanten zu Fossilien, wollte ich vorhin noch gesagt haben, ist ja auch durchaus noch eine Sache, die tatsächlich noch sich ändern könnte. Ja. Ja, also es kommen ja noch Balance-Anpassungen durch Clay mit Sicherheit, wie bei den anderen Updates auch. Also gar nicht großartig erstmal von enttäuscht sein, abwarten, wie es sich tatsächlich dann nachher verhält. So, wir brauchen den Sandbox. Ach, jetzt habe ich keine Sandbox-Tools an. Ah, ich glaube, wir kriegen das aber auch so hin. So, interessant finde ich ja, dass die Sachen hier sich auch tatsächlich freischalten, wenn man eine Sandbox spielt. Da habe ich nicht mitgerechnet. Blau, da haben sie was vergessen.
kann mir nicht vorstellen, dass das so tatsächlich gewollt ist. So. Das finde ich stark. Also die Story-Mission ist tatsächlich nicht so ganz einfach, ey. Das ist schon knackig. So. Wir zerlegen mal alles. Muss mal alles schön auf einer Höhe. Meine, du musst sowieso irgendwie auf vierten Tag, vierten Zyklus vorspulen für den ersten Schauer. Ist es so? Vorher kommt da nichts. Ja gut, ist ja nicht schlimm. So. Dann nehmen wir mal Abyssalit. Machen wir eine schöne, glatte Fläche. Dann schauen wir uns das gleich mal an. So. Die Freischaltungen sind aber nur das für diese Kolonie, oder? Nee. Können wir ja gucken. So, ich habe ja vorhin das Mu-Kunstwerk freigeschaltet und das ist da. Das hätte mich jetzt auch schon echt geärgert, wenn das jetzt nur für die Kolonie wäre. Nein, es ist global und es ist vor allen Dingen übergreifend zwischen Hauptspiel und DLC. Das finde ich sehr cool. Haben sie ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, mir fehlt noch eine Möglichkeit, wie bei Don't Starve Together, dass die Duplikanten sich umziehen können. Also es fehlt noch ein Kleiderschrank, den es bei Don't Starve Together zum Beispiel gibt. Ne? Das ist ein Gebäude, das kann man bauen und kann man sich den Charakter neu anziehen. Das fehlt mir noch. So, das wäre noch ganz cool. Dieses Skin freischalten braucht übrigens nichts. Da kann man im Hauptmenü AFK sitzen. Nein. Oh je. Nein, nicht wirklich, oder? Sehr furchtbar. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Hast du schon rausfinden können, wie lange es dauert, bis man einen neuen Skin freischaltet? Alle 6 Minuten wird da gecheckt. Stapelt sich das auch, wenn man es nicht manuell abholt? Das wäre mega dumm. Kannst du über Nacht laufen lassen und hast einfach nächsten Morgen 20 neue Skins. Aber die Freischaltung ist tatsächlich serverseitig. Ja, ist ja auch bei Don't Starve Together so, ne? Da ist nichts zu finden im Code. Ja, das haben die ja bei Don't Starve Together auch so gemacht, damit ihr da nicht irgendeinen Schmuh machen könnt mit euren Mods. wird ja auch vielleicht noch so sein, dass man auch Skins kaufen kann. Deswegen ist das ja auch vollkommen in Ordnung alles. Mir fehlt eine Einstellung, dass sie nicht pinkeln. Ja, baut das mal. Und Erde. So. Okay, was brauchen wir jetzt hier für die Raketenabschuss-Mopeds? Also. Ich habe keine Ahnung, welche Reichweite die haben. Wenn die nur 8 haben. Also die haben ja hier 16 horizontal. Da ist jetzt die Frage, zählt es nach links und rechts? Das weiß ich nicht. Heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist darüber hinaus was abschießt? Ja, das ist vielleicht nicht ganz so klug. Wenn es darüber hinaus was abschießt, dann würde das ja für die 16 passen. So. Aber auch 16 wäre schon stark. Also es ist schon eine ordentliche Reichweite. Ich weiß halt nicht, was man dafür jetzt braucht dann. Aber das gucken wir uns natürlich gleich an. So, 16, das heißt da. Da. Das heißt, ich muss jetzt... Was baut man die eigentlich? Ja, das Stahl ist verebnet. Rechts nach links und nach rechts jeweils. Okay.
Dann. Schmeiß mal da noch einen hin. Eigentlich brauchen wir jetzt auch nicht auf die ganze Länge. Das ist ja Quatsch. So, die werden gebaut aus Erd. Also man kann sie auch aus Kupfer bauen. Ja. Sie geben auch Wärme ab. Im Gegensatz zum Minenroboter müssen wir jetzt mal schauen. Also wir haben 2,5 KDTUs. Dann ist auch die Frage, laufen die durchgehend oder nur dann, wenn sie benutzt werden? Okay, es ist also ähnlich wie die Minenroboter. Aber die Minenroboter haben halt nicht so viel Reichweite wie die Dinger. Das heißt, mit den neuen Dingern hier, mit den, wie heißen sie nochmal, hier mit den Wärmetauschplatten, sollten wir die auch kühlen können. Das sollte so gerade hinhauen. Interessant ist jetzt halt die Frage, verbrauchen die durchgehend Wärme oder nicht? Wenn wir jetzt mal gucken, dann mal schauen, was die denn noch brauchen. Ich brauche noch Strom. So, das machen wir aus Thermium. Na, komm, nehmen wir. Das ist einfacher. Sonst geht mir das Ding wieder kaputt. Das geht mir immer kaputt, wenn ich am Rumtesten bin. So, zu wenig Ressourcen. Blast Shot. 10 Stück. Da gucken wir uns jetzt mal an, was wir dafür brauchen. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Hoffentlich irgendwas Nutzloses wie Abyssalit oder so. Der Blast Shot Maker. Okay, das ist ein ganz schön großes Moped. Ja, das ist ein ziemlich großes Moped. Hey, ich habe doch eingestellt, dass die keinen Sauerstoff brauchen, oder? Da konnte man das nicht einstellen. Pinsel gleich Oxylit hin. So, also wir brauchen die Pyrotechnik Fähigkeit. Da gucken wir jetzt mal, wer die kriegt. Wir nehmen hier Jesse. Ich finde, Jesse hört sich auf jeden Fall qualifiziert an, dass die Pyrotechnik machen kann. Weiß ich nicht. Hallo, bestimmt kann die das. Ich würde Jesse da vertrauen, auf jeden Fall. So. Und wir brauchen einen Flüssigkeitseingang. Und es macht CO2, aber es gibt keinen Ausgang. Okay. Das heißt, CO2 kommt raus. Und es braucht einen Flüssigkeitseingang. Was brauchen wir dafür? Produces blast shots from aluminium and petroleum. Oder Kupfer und Petroleum oder Eisen und Petroleum. Das ist ja machbar, das ist gar nicht so schlecht. Ja, also im Hauptspiel hat man zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sowieso ein Eisen- oder Kupfervulkan. Aluminium jetzt halt nicht, aber Alu wäre mir sowieso zu wertvoll dafür. Eisen fällt ja auch vom Himmel. Genau, Eisen fällt vom Himmel, Kupfererz fällt vom Himmel, auch das wäre möglich. Also das ist eine Ressource, die auf jeden Fall nachkommt. Ich würde jetzt auch mal schätzen, dass die Menge an Eisen vermutlich mehr ist, als man hier verbrauchen würde. Weiß ich nicht genau, aber könnt ihr mir vorstellen. Kilo pro Schuss klingt jetzt nicht so schlecht. Eben. So, Petroleum im Hauptspiel ist gar kein Thema, weil man sowieso immer die Erdöl bekommen hat. Im DLC, schwierig. Ne, also, es ist nicht gesagt, dass sie im DLC eine unendliche Quelle offen. Obwohl, es geht da ja auch sowieso nur um den Dingens, ne? Ja, dann nur um den Regolith-Asteroiden. Mhm, ja. Hoffentlich machen sie das noch anders. Aber warum brauche ich jetzt einen Flüssigkeitseingang? Ach, fürs Petroleum. Naja. Okay, aber finde ich eigentlich ganz cool, dass das Petroleum auf jeden Fall auch flüssig geliefert werden kann. So. Kann ich das Ding jetzt spawnen? Ja, stark. Können wir uns dann also abschminken, dass wir das hier
herstellen. Wir werden es jetzt gleich mal einmal herstellen, um uns das anzugucken. Aber zum Glück können wir das jetzt einfach spawnen lassen und schauen uns das gleich an. So, interessant ist übrigens auch, ja, das gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht mit Verbrauchen oder mit Hitze, wenn das Ding nicht läuft. Und das spielt jetzt auch nicht so eine Riesenrolle. Also gefährlich ist natürlich an der Geschichte 240 Watt. Das ist nicht besonders viel Strom, was die brauchen, ne? Nee. Gefährlich an der Geschichte, wenn jetzt kein Strom da ist, dann ist man richtig am Arsch. Das ist korrekt. Wie groß ist das Lager? Also größer als 20 auf jeden Fall. Ja. Keine Ahnung, können wir mal ausprobieren. Ist natürlich auch interessant zu wissen, wie viel da reinpasst. Nicht, dass er nach 5 Mal nachladen dann Probleme hat, ne? Frage ist auch, ja. Die Frage ist auch, mit welcher, ja, wie viel Schuss pro Sekunde kann das Ding machen? Ich meine, das ganze Ding hilft mir halt nicht, wenn da 10 Meteoriten runterkommen und das Ding pro Sekunde 0,5 schafft. Paar so. Verschiedene Eingang, sagt der Sergeant Imalas gerade. Was machst du da? Zu end das nicht an? Was? Es braucht keinen Eingang, kann man manuell geladen werden. Ah. Okay, ist auch cool, dass man einen Förderschieneingang hat, auf jeden Fall. Sehr cool sogar. Ja. Hä? Gibt es für irgendein Gebäude sonst im DLC, generell bei Oni, einen Eingang? Irgendein Gebäude? Nee, oder? Die Flak. Ja, aber im Hauptspiel? Gibt es im Hauptspiel ein Gebäude, was einen Transportschieneingang hat? Ich glaube nicht. Das ist eine Premiere. Der Standardempfänger halt, aber. Ja, aber ansonsten nicht. Cool. Nee, da haben sie mal sich was überlegt. Finde ich sehr gut. Ja, stark. Wir werden das jetzt Jesse mal eben machen lassen. Um uns das mal anzuschauen, wie gut Jesse das kann und ob die uns alle in die Luft jagt. Sanitär. Stellen auf Pause, damit da nicht Wasser reinläuft. Ein wirklich tolles Gebäude, Clay. Da habt ihr richtig viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ne, wir machen lieber isoliert. Wahrscheinlich kommt es da mit 200 Grad raus. Nee, nö. Tatsächlich ist es kalt. Habe ich nicht erwartet. Ja, meine Bitte an Clay. Überarbeitet das Ding doch mal bitte. Das wäre ganz cool, wenn man auch die Temperatur einstellen könnte und dass es nicht automatisch losläuft. Sondern erst losläuft, wenn man quasi was ausgewählt hat. So, wir brauchen noch Eisen. Wäre natürlich auch, wenn man noch Diamant oder irgendwas anderes hätte, um dann höher explosivere Geschosse zu haben. So, der Conny will zündeln. Also ich bin da ein Fan von. Ist sie am Arbeiten? Hallo, hört mal auf hier zu desinfizieren, wir sehen gar nichts. Ihr habt da wohl eine Macke. Und jetzt hier, da, hört auf. Gib weg, wir sehen doch gar nicht, was Jesse da tut. Okay, also Jesse drückt ein paar Knöpfe. Oh, hoffentlich die richtigen. Geht weg. Geht weg. Okay, sie scheint sich sehr sicher zu sein, welche Knöpfe sie da drücken muss. Ja, mehr oder weniger. Sieht eher so aus, als wenn sie da wild am Rumklicken ist und gar keinen Plan hat von irgendwas. Dreht da so ein bisschen am Rädchen, während der Druck da mal höher wird. Und dann wird das einfach mal unten fallen gelassen. Oh mein Gott. Die Pumpe gibt es übrigens neuerdings auch für Feststoffe. What? Oh, wie cool.
Okay, stark. Gute Neuerung. Sehr coole Neuerung. Was ist da der Standard, was geladen wird? Ah, guck mal, die läuft nicht sofort los. Die können es also doch. Ja, die können es. Die tut es so nicht. Okay. So, wir brauchen Meteoriten. Los! Gib mir Meteoriten und gib mir vor allen Dingen hier einen Blueprint. Also ich bin doch jetzt mehr als 6 Minuten am Spielen, oder? Ja, locker. Pass mal auf, im Hauptspiel haben sie das beim Sandbox ausgestellt. Ja, ihr Lieben, was haltet ihr aktuell vom neuen Update? Haut's mal raus. Was meint ihr? Wie findet ihr es? Ja, wenn es funktionieren würde, wäre es, glaube ich, sehr cool. Ja, das werden wir jetzt sehen, ne? Pass auf, jetzt backen auch hier die Meteoriten rum. Ja, eigentlich hätten die schon da sein müssen, ne? Ich meine, Zyklus 4 ist der erste Schauer. Stell mal spaßeshalber noch einen Duplikanten kurz ins Weltall. Kann sein, dass die erst auch triggern, wenn ein Duplikant im Weltall war. Der Check dafür kommt alle 6 Minuten. Die Droprate ist niedriger. Achso, ist das zufallsgebunden, wann ein Drop kommt? Was ist denn alles neu? Es gibt eine neue Story-Trade. Es gibt hier die Flugabwehr-Dinger. Meteor-Blaster. Hört sich eigentlich auch ganz cool an. Man kriegt keine Mats, steht in der Beschreibung. Hä? Wie meinst du das? Keine Materialien, wenn man für die Abgeschossenen. Ah, das ist natürlich schade. Ah, das finde ich doof. Und das ist eigentlich was, was echt scheiße ist. Ja. Das ist richtig doof. Das ist Mist. Das ist leider Mist. Das ist leider Mist. Das ist wirklich scheiße. Habe ich damals auch das beim... Was für Raketenschächte oder ja, sowas. Ja. Ich habe es damals schon bemängelt beim Laser-Mod, dass der auch die Meteoriten komplett zerstört hat und keine Ressourcen bekommen hat. Das macht das Ganze leider in meinen Augen ein bisschen weniger nützlich. Spawn bitte nochmal einen Duplikanten ins Weltall. Bin mir nicht sicher, ob da vielleicht einer gewesen sein muss. So, das kann sein. Mit die Meteoriten triggern. Ja, weil den Oberflächendurchbruch hatten wir auch noch nicht. Ja, stark. Jetzt warten wir wieder. Vor allen Dingen wissen wir jetzt auch gar nicht, ob da was kommt oder nicht. Das ist immer das Problem, wenn wir dann solche Sachen testen und die dann nicht funktionieren. Das heißt immer noch Kometen. Oh, Snackbombe? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Staub. Meteorit. Kurz überlegen, was ich sage. Okay, wir gucken uns das jetzt einfach mal in kleinern. Oh mein Gott, es macht Feuerwerke. Sogar mit Feuerwerkgeräusch. Oh mein Gott, wie gut ist das bitte? Und die Schussrate die ist tatsächlich... Auf diese Frage lautet ja. Und die Schussrate ist tatsächlich nicht langsam, also... Okay. Okay. Mm. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Sehr eindeutig. Wir brauchen viel mehr. Okay, so. Wir brauchen noch viel mehr von denen. Sponsor denen doch so einen neuen Förderschienen-Dingsbums. Moped, meinst du? Mhm. So, dann brauchen wir einen Förderschienenbelader.
Der hält bestimmt so lange, wie wir brauchen. Kannst ja einfach dieses neue Förderschienen-Pumpen-Ding nehmen. Stimmt. Das meinte ich. Ach so. Ja, wenn der schon da drin ist. Das ist jetzt die Frage, ne? Die Frage. Boah, wo ist das denn wohl drunter? Gute Frage, nächste Frage. Hergestelltes Material? Blastschutz. Blastschutz. Oh, Nero, du spinnst ja. Dankeschön für 5 Geschenkabos. Was? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Was machst du denn? Oh, und gleich 2 Chris dabei. Dankeschön, vielen lieben Dank auch im Namen der Beschenkten. Dankeschön. Uiuiuiui. Space Artillerie. So soll es sein. So. Das heißt, ich brauche die ja gar nicht. Das heißt, ich kann noch mehr von denen bauen. Macht es einen Sinn? Nein. Ist es cool? Ja. So. Wir drücken Pause. Habt ihr alle schon was? Sind die alle schon beladen? Bestimmt. Ah, ja, ja. Es geht. Es geht. So. Dann brauchen wir noch ein paar von den anderen. Defekter Satellit? Nee, die will ich nicht. Immer hübsch bunt. Mal schauen, ob sie dagegen ankommen. Ich glaub's nicht, aber okay. Und dann fehlt noch Kupfer. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Let's go! Sehr weird. Nein, so stelle ich mir Doomsday vor. So, los geht's! Ich bin enttäuscht. Ja, sie haben ein bisschen... Also die Feuerrate könnte besser sein. Wir brauchen noch hier so eine Wand hoch, na, also. Ey, die können doch bestimmt auch nach links und rechts schießen, oder? Okay, wir. Sorry, Leute, aber das müssen wir jetzt ausprobieren. Da kommen wir nicht drum herum. Okay, Blueprints habe ich nicht an. Dazwischen 5. Man muss ja auch einfach mal maßlos übertreiben, oder? Wie seht ihr das? Immer. Ey, komm, das machen wir anders. Nein! No! Nein! Nein! Dankeschön. So. Okay, wir müssen noch maßlos wieder übertreiben. Das kriegen wir hin. So. Muss der weg. So, dann bauen wir jetzt hier noch eine Batterie hin. Interessant ist, wie breit ist das Gebäude eigentlich? Sind das nur 3? Nee, ja. 3x5. Ja, 3x5. Interessantes Maß, ne? Mhm. So. Okay, ganz oben ist halt ein bisschen Quatsch, weil der kriegt es natürlich voll auf den Kopf. Weil ich vermute, er kann nicht höher schießen. Wobei, wenn ich das richtig aus den Patchnotes rausgelesen habe, spawnen die wieder oben drüber und nicht direkt an der Unterkante von dem roten Bereich. Ah, ja gut, die Frage ist, können die über den roten Bereich, schießen? Das ist dann natürlich auch noch so eine Frage, ne? So, wir brauchen da, ich finde sehr cool, die neue Dinge hier. Vor allen Dingen, dass die Blaster dabei sind. Dann kann das schon mal laufen, dann brauchen wir noch Strom. Ich hätte jetzt trotzdem gerne den Doomsday gesehen.
Ich meine, wir haben jetzt quasi gerade selber gemacht, aber es hätte mich sehr interessiert, aber anscheinend läuft es dann nicht. Schade, schade, Schokolade. Aber dann vielleicht noch eine Sache, die wir uns dann nochmal angucken, wenn wenn dann das Update draußen ist, weil das ist ja auch noch so ein Skin, der wird noch überarbeitet. Und dann gibt es aber bestimmt noch die ein oder anderen Balance-Sachen, also von daher. Es gibt auch eine neue Eigenschaft bei den Dupes Rockfan. Ja, hier, die braucht man auch, damit die das da herstellen können. Godzilla. Nee. Nein. Das ist was anderes. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die sehr produktiv während Meteoritenschauern. Ach so, das ist eine neue Duplikanteneigenschaft. Ja. Ah. Okay, schauen wir mal nach. Ich habe ja zum Glück hier so einen Würfel. So, wie heißt das? Rockfan. Das ist ein grün sein. Also ich kann es ja so. Na, wahrscheinlich stürzt mir das Spiel ab. Oni ist nicht so schnell mit dem Patchen. Lassen wir das lieber. Sicher auch im Hauptspiel? Keine Ahnung. Da war's. Verdammt. Scheiße. Ah, ich bin so ungeduldig. Da. Da. So, gains attribute bonus during meteor showers. Ah, okay. Plus 3 auf alles während Meteoritenschauern. Nicht schlecht. Ja, ist okay. Also ist was ich mitnehmen würde, aber wo ich jetzt keinen speziellen Nutzen wüsste. Wenn man Doomsday-Meteoriten hat, dann... Es ist halt die Frage, ob Doomsday jetzt heißt öfter oder mehr. Das ist die Frage. Das aktuell leider heißt nicht es ja anscheinend können. Gar nicht. Nee, eben. Das können wir aktuell leider nicht beantworten. Irgendwie nicht zur Seite schießen, oder? Eigentlich schon. Vielleicht einfach. Ich kann sie halt nicht von weiter oben spawnen lassen, ne? Aber ich komme gerade nicht hinterher. Bam, 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 bam. Okay. Wie viele schafft ihr? Oh mein Gott, sie haben es geschafft! Okay, wie viele waren das? 20? Wenn ich es richtig gesehen habe, hat jeder ungefähr 2 Schüsse abgefeuert. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Okay, cool. Das heißt, das kann man sich natürlich jetzt auch merken, die machen ungefähr 2 Schüsse, bevor die dann aufschlagen. Aus der Entfernung, ne? Jetzt ist halt die Frage, können die von weiter oben halt auch treffen? Das wissen wir jetzt nicht, das können wir auch nicht sagen, weil anscheinend keine Meteoriten runterkommen. Was gerade ein bisschen ist. Es ist halt leider schade, Schokolade, aber ich kann es nicht ändern. Was habt ihr noch geschrieben? Speicher nicht vergessen? Ja. Wäre noch besser, wenn du brauchst, so weniger platzt. Klatscht die ganz nach oben. Kann man Solar drunter haben oder blockieren sie? Oh, gute Frage. Gucken wir sofort, wenn Licht da ist. Ich würde aber schätzen, dass sie nicht blockieren. Eigentlich haben ja Gebäude nicht blockiert, nur die Teils. Ja, die tolle Jacke müssen wir uns noch angucken im Spiel. Stimmt. Feuerrate von Meteoriten ist schon mal sehr viel höher. Okay, gut zu wissen. Aber das hätte ich jetzt auch vermutet bei Doomsday, dass die Anzahl der Meteoriten, die runterkommen, bei Doomsday deutlich höher ist. Die Frage ist jetzt halt wirklich, kommen sie auch öfter? Dann wäre diese Dupe-Fähigkeit auf jeden Fall ganz geil. Die Frage ist, stellt man ein Spiel so ein? Hat man davon was? Schwierig zu sagen. So, ich brauche einen Duplikanten für die Jacke. Wen hatte ich denn da? Wir nehmen Otto. Otto ist immer gut für sowas. Die Jacke passt auch zum Otto.
weiß nicht, ob sich das auf die auswirkt, die schon im Drucker sind. Nicht, dann lade ich den... Ja, den Otto neu. So, Vorratsschrank. Otto. Wo ist der Otto da? Outfit umgestalten. Herzlichen Glückwunsch für diese... Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Ein lila Michelin-Männchen. Oh Gott. Jetzt mal im Ernst, Leute, das ist doch nicht schön, oder? Passt doch überhaupt nicht zu der Haarfarbe. So gar nicht. Es sieht so aus, als dürfte da nichts drüber sein. Die unteren fährt die Kanone gar nicht aus. Ach so, meint ihr das? Ja. Sendung überprüfen. Oh. Ja. Toll. So. Otto. Ja, da ist Otto. So. Herzlich willkommen. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Jetzt doch so geht's. In klein ist okay. Nee. Jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Die Jacke sieht halt so ein bisschen... Sie hat halt so eine Tiefe, die Jacke. Wisst ihr, was ich meine? So wenig zu 3D für so ein 2D-Spiel. Ja, genau. Also, weiß nicht. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von. Das hat so ein bisschen 3D-Optik, was irgendwie nicht so ganz reinpasst. Ja, ich kann leider nicht reinzoomen. Wisst ihr, was ich meine? Detailliert. Aber gut. Ich finde die Jacke jetzt ehrlich gesagt nicht besonders schön. So, eine Sache, die... das können wir natürlich mal ausprobieren. Es kann wirklich sein, dass da nichts drüber sein darf. Tatsächlich, die tun da nichts. Ist die Frage, ob man wenigstens Bunkertüren drüber haben darf? Oh Mann! No! So, der ist doch gerade ausgefahren. Ja. Der ist doch gerade ausgefahren. Dankeschön. Irritiert mich jetzt gerade. Mach das hier nochmal weg. Okay, irgendwas mag der da dran überhaupt nicht. Weil die Mods mögen wohl das Update nicht. Ich glaube nicht, dass es was mit den Mods zu tun hat, Volume. Weil... Nur weil da steht, dass die Mods Probleme machen. Was... Also das stand da ja nicht mal. Das hat eindeutig was hiermit zu tun. Frage ist jetzt was. Und ich würde tatsächlich schon fast davon ausgehen, dass die damit nicht klarkommen, dass da drüber was ist. So, schau da jetzt nochmal was hin. So, warum fährt denn da jetzt kein Blaster raus? Gute Frage. Wie schnell schießen die eigentlich? So, jetzt mache ich mal was da drüber. Und es fährt rein. Okay. Hey, das heißt, sie brauchen dann doch klare Sicht oder unverbaute Sicht zum... Okay. Ja, das war's, glaube ich, mit unserer Raketenbatterie. Mit unserer Flugabwehrbatterie. Okay, das geht schon mal nicht. Jetzt zu der Frage, ob die Licht durchlassen. Ich gehe davon aus. So, Licht... Das ist keine Einschränkung. Also das hat keine Auswirkung. Ist rot, wenn es nicht geht. Meinst du? Da was angezeigt? Nö. Also es darf auch tatsächlich nicht besonders weit was im Weg sein. Schauen wir mal, wie weit muss es denn davon weg sein? Okay, irgendwie fährt sich das Ding halt auch nur raus, wenn... Okay,
Okay. Machen wir es jetzt mal so. Okay, also doch nur exakt darüber nicht, oder wie? Weißt du, wenn ich jetzt daneben bin? Ist das okay? Ja. Das heißt, exakt darüber darf es nicht sein. Und dann ist alles tutti. Ja. Okay, dann können wir doch noch krasse Abwehrgeschütze bauen. Dann müssen wir sie nur versetzt bauen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr heute machen hier. Aber das ist schon ganz witzig. Also so müsste okay sein. So, machen wir jetzt nochmal eben hier Förderschienen. Guck nochmal, ob das so jetzt funktioniert. Born. Interessant ist, der kann anscheinend auch durch Gitterziegel. Okay, also Gitterziegel sind egal, wenn die im Weg sind. Der kann natürlich jetzt nicht schießen, weil da drüber was ist. Das muss ich mal wegmachen. Okay, also so geht's, Leute. So geht's. Also wenn ihr richtig Bock auf krasse Flugabwehrgeschütze habt, dann so. Bau mal ein Solarpanel drüber. Okay. Das wird nicht gehen, also nicht direkt darüber. Weil das als Ziegel zählen wird. Würde mich schon sehr wundern. Ja, also es visiert an, aber es schießt nicht. Also das geht nicht. Oh, was ist das? Meteoritenabwehr? Hallo Pete, ja. So, jetzt verstehe ich, was er meint. Die Lampe da links an der Seite vom Gebäude. Ach so, okay, danke schön. Danke schön, danke schön. Ja, die Lampe hier, die ist dann rot, wenn das nicht geht. Also, direkt darüber geht nicht, wenn dann so. Ah gut, man kann sie auch da drunter bauen. Also, ist sowieso sicherer. Also, das ist ja quasi auf oberster Ebene, wo man die bauen würde. Auf Doomsday wechseln außerdem die Seasons doppelt so schnell und Meteore feuern zweimal so schnell wie auf normal. Okay, das heißt im Umkehrschluss auf Doomsday, es gibt mehr Ressourcen, aber dann weniger Licht. Ja, und was natürlich, wenn man jetzt nicht mit denen hier spielt, sondern mit den Bunkertüren, verbraucht es natürlich auch mehr Energie. Durch dieses ganze Auf- und Zumachen immer, ne? Kommt aber auch mehr Hitze rein durch die Meteoriten. Genau. Es ist sowieso, ich finde das ja eine ganz coole Geschichte, aber ich sehe die Teile tatsächlich gerade eher bei den Raketensilos. Ja, ich auch. Dafür sind sie nämlich ganz cool und handeln halt einiges. Mir ist die, vor allem die Energie und die Metalle, die man mit den Meteoriten aufsammeln kann, zu wichtig, als dass ich alles mit den Blastern machen würde. Ja, sehe ich genauso. Probiert mal, ob alle drei frei sein müssen oder nur der mittlere. Ich glaube, alle drei. Ein Versuch macht klug. Er meint es genau umgedreht. Was meinst du? Also so ist doch richtig, oder nicht? In den mittleren, ja, jetzt. Also es müssen alle drei frei sein. Alle drei Felder müssen frei sein. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ist eine geile Geschichte für die Raketensilos. Da sehe ich die Teile. Habe ich auch damals bei dem Mod gesagt gehabt, dass ich es genau dafür auch einsetzen würde, weil Ressourcen und auch Energie, die man über Kometen, Meteoriten bekommen kann, ist halt nicht so ganz wenig. Und man sprengt sich halt effektiv alles in die Luft. Und hat davon dann nichts mehr. Also
Ja, und ich glaube, dann sind wir auch durch. Ist ein bisschen schade, dass ich euch jetzt nicht zeigen kann. Da ist jetzt nichts. Ja, das hätte mich jetzt noch interessiert, ob der Button hier verbuggt ist. Weil ich habe ja da vorhin was gehabt. Keine Ahnung. Ja, vorhin lag auch Eisen rum, also scheinst du auch noch zu bekommen. Nee. Ich habe ja vorhin auch hier jede Menge einfach runterknallen lassen, die nicht geschafft haben. Also das liegt nicht da dran. Also es gibt keine Ressourcen. Ich kann es nochmal zeigen. Da kommt nichts runter, wie ihr sehen könnt. Da ist nichts. Sieht aber cool aus. Auf jeden Fall. Alles schon ganz cool. Aus den Abwehrkamen mit heraus. Ja, also Ressourcen gibt es keine. Wie gesagt, ich sehe es eher bei den Raketensilos. Dafür ist es ganz cool. Spart ihr euch irgendwelche komplizierten Automatisierungen, Probleme durch Meteoriten, die da reinkommen und einschlagen. Kennt man halt ganz gerne, ne? Die Raketen kommen wieder, Bunkertüren geht auf und die zerschießen euch alles da drin. Ist dann jetzt Geschichte. Finde ich ja. Sehr cool. Finde ich auch sehr cool. Macht es nämlich an vielen Stellen auch ein bisschen einfacher. Und seien wir ganz ehrlich, Petroleum hat man zu dem Zeitpunkt dann sowieso, weil man halt, ne, wenn man im Weltraum anfängt, hat man dann auch eigentlich immer Petroleum mit am Start. Eisen und Kupfer wird man dann auch haben, weil man eigentlich auch schon bei Stahl ist. Also alles gut. Ja, und ich sag mal, wenn ich jetzt 2 Stück davon baue für mein Raketensilo, ist das vollkommen ausreichend. So, ja, ihr seht's, es ist hier wieder am Rumspacken. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir beenden das an dieser Stelle hier. An die liebe Kerstin, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Und ja, mal gucken, ob wir es dann zum fertigen Update dann nochmal reinschauen. Es liegt ein bisschen dran, was noch geändert wird. Also wenn sie jetzt nichts großartig ändern, sehe ich halt auch keinen Sinn da drin, uns halt nochmal anzugucken. Wenn noch viel gebalanced wird oder so, mal schauen. Ich verspreche es jetzt mal nicht, ne, aber ja. Und ja, an die YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, neue Leute gerne auch abonnieren und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi! Tschüss!